Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Trainerkarriere und dem nächsten Spiel gegen Heidenheim. Auch die sind, glaube ich, relativ weit vorne in der Tabelle unterwegs. Na gut, Platz 8. Das ist noch machbar und für uns sogar noch in Reichweite, was die Punkte angeht. Also bis Platz 8 haben die anderen nur noch 8 Punkte und sind für uns noch einzuholen. Von daher nicht zu böse, wie das zuletzt gelaufen ist. So, dann haben wir heiteres Wetter 2045, das passt. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal ausnahmsweise den Paulsen runter und sagen mal, Rebic, du darfst mal. Und Vadio hat beim letzten Mal besser gespielt als Bruno, von daher spielt er auch. Leifer würde ich mal gerne ausprobieren wollen gegen Cuevas und Riedewald gegen Jung. Der ist sogar besser als Jung. Warum spielt er denn nicht? Wahrscheinlich, weil im Vertrag was anderes steht. Gut, dann gucken wir doch mal, wie es läuft. Riedewald hat ja, glaube ich, auch einen relativ hohen Vertrag gekriegt von uns. Also ich glaube, Rotationsspieler oder was der war. Also da können wir uns jetzt nicht. Oh, was war das? Haben wir den nicht gekriegt? Wir haben noch innerhalb geküpft. Egal. Gut, dann bin ich gespannt, ob Rebic sich heute besser macht, als Paulsen das zuletzt immer getan hat. Und jetzt sind wir gleich mal im Ballbesitz und können den Ball mal nach vorne schlagen. Allerdings mit einem ganz komischen Ball, der auch gar nicht angekommen wäre, wenn er durchgekommen wäre. So, Teigl schiebt da den Gegenspieler vor sich hin. Und jetzt sind wir durch. Jetzt geht's doch mal los hier, oder was? Und jetzt holen wir uns die Ecke raus. Da war nicht viel mehr drin, aber vorher hätten wir uns den vielleicht einmal vorlegen können. Kaiser hier mit dem falschen Fuß, deswegen macht das Leifer, wenn er hier einen guten Wert hätte. Sollen wir mal gerade gucken. Wo ist denn Leifer? Ah, da ist er. 53. Und dann ist er noch nicht mal ein Linksfuß. Ah, dann muss das wohl Riedewald machen. Sagt nicht immer so viel aus, der Wert. Manchmal kriegt man den trotzdem relativ gut vors Tor, auch mit einem recht schlechten Wert. Teigl. Oh, und da nochmal mit der Birne dazwischen. Jetzt haben wir mit rechts hier von Kaiser gespielt. Das dürfte besser gehen. Und Khedira. Schade, Zimmermann ist da. Gute Gelegenheit hier von Khedira. Schade, dass er den nicht machen kann. Genau unter die Latte, aber trotzdem der Torwart dran. War natürlich stark gemacht. So, Kaiser nochmal mit der ähnlichen Flanke und ich hoffe Khedira. Ne, diesmal nicht. Teigl nochmal mit einem Schuss, aber der war viel zu doll. Das meine ich immer, ich. Das war wieder abgefälscht. Okay, das sieht man immer gar nicht, finde ich. Ah, das meine ich immer mit der Schussgenauigkeit, beziehungsweise der Schusskraft. Da sehe ich noch nicht so ganz Land bei den Distanzschüssen. Und Marvin Kompair nimmt einfach mal den Ball nach vorne. Warum denn nicht? Aus der zweiten Reihe, vielleicht ist der Torwart noch nicht ganz auf dem Posten. Vadio jetzt hier mit dem falschen Fuß für die Flanke, aber er kriegt es trotzdem einigermaßen hin. Na gut, auch nur einigermaßen. Ist jetzt blöde, dass wir da mit Leifer einen Rechtsfuß auf links haben. So ist es natürlich schwierig, dann zu flanken. Da muss man dann eher reinziehen mit dem und aufs Tor schießen. Ist nicht so meine Spielweise. Zumindest nicht immer. Man sollte beides können mit einem Spieler. Das ist immer ideal. Oh, und Kaiser lässt sich abdrängen. Schade. Da wäre die Gelegenheit gewesen. Aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr vom Spiel, als das zuletzt gegen Bochum der Fall war. Da waren die ja gleich am Anfang dabei, uns hier extrem vor Probleme zu stellen. Ist vielleicht mal ein gutes Zeichen, dass wir hier mal selber ein bisschen Druck machen, obwohl wir eigentlich ja auch da das Spiel gemacht haben. Am Ende nur nicht die Tore. So, Nahuel Leifer war das. Kimmich, auf geht's. Wir haben hier Platz. Platz haben wir hier. Und Zimmermann lenkt den noch selber fast ins Tor. Also der wäre reingegangen, wäre der Verteidiger nicht rangekommen. Vorher wäre er nicht reingegangen. Leifer, ja, na, ganz ehrlich, das kannst du mir nicht erzählen, dass du den Ball kriegst. Kimmich. Darf hier einfach mal laufen und darf das Ding machen. Kimmich. Gegen den Pfosten unhaltbar. Wird nicht gestört. Und dann nimmt er das natürlich einfach mal als Gastgeschenk hier. Zack, da ist das Ding drin. Hätten wir da nochmal gepasst, wäre es wieder böse geworden. Aber das war doch mal ein Ding jetzt. So darf es weitergehen.
Ist natürlich immer so ein kleines Auf und Ab bei uns hier. Einmal Sieg, einmal Niederlage. Wenn das denn jetzt so kommt, ich bin jetzt schon wieder hier so hochtrabend unterwegs. Gerade das ist bei mir immer so ein bisschen blöd, wenn ich sage, dass das jetzt schon gewonnen ist. Dann kommt meistens gleich das Gegentor. Jetzt hier gerade mal nicht. Aber natürlich wird es jetzt umso schwerer, ne? Das Spiel jetzt nochmal zu halten oder noch ein Tor zu machen, wird jetzt nicht leichter werden. Und der kommt gut auf Rebic. Und Rebic haut das Ding rein. Da ist das 2 zu 0. Ja, Rebic macht's halt. Im Gegensatz zum Paulsen, der natürlich auch schon getroffen hat, aber ich glaube, das Ding hätte er wieder mal nicht gemacht. Gute Annahme von Rebic und macht dann das Ding ins Eck. Und somit erstes Bundesliga-Tor. Und somit eine Empfehlung für die Stammelf. Wo ja momentan immer noch nicht feststeht, ob Paulsen da wirklich die richtige Wahl ist. Momentan zumindest. Schlägt sich da jetzt nicht so perfekt. So, Khedira, Compair und Kimmich. Gleich mal weiterleiten auf Leifer, der außen läuft. Nahuel Leifer. Ah, wir haben vorher geschossen und dadurch, dass der da dazwischen gerätscht, ist unser Schuss nicht mehr abgespeichert gewesen, leider. Böse, böse. Sonst hätten wir hier gleich nochmal aufs Tor schießen können. Kaiser mit dem langen Ball auf Rebic und der kommt leider nur noch mit einem Stolperer da an den Ball. 7 Schüsse haben wir schon gemacht in den 32 Minuten, die bisher gespielt sind. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Schade. Bisschen zu weit von Kimmich. Ist in Ordnung. Ist ja nichts passiert. So, Torwart mit dem Abstoß auf Compair. Und abseits sogar. So. Kaiser. Auf Kimmich. Und da vorne Rebic. Leider wieder der Ball versprungen. Haben wir den zu früh gelobt? Ich weiß, das ist immer ein bisschen absolut, meine ganzen Einschätzungen. Aber das zweite Mal, dass ihm der Ball hier verspringt. Das ist immer nicht so schön. Wenn man das ständig im Spiel hat. Aber das ist unserem Paulsen natürlich genauso passiert. Wollen wir jetzt gar nicht totschweigen, dass das so ist. Oh, Kimmich, Mensch, da ist ja gar keiner. Aber wieder gut geklärt, die Situation. Mann! Bargetti und jetzt Taigl nochmal dazwischen. Klärt wenigstens die Situation noch, dass es jetzt nicht zu gefährlich wird. Ich hoffe, dass wir den Eckball hier auch abwehren können. Oh, die stellen den Torwart auch zu, aber hat nicht wirklich was gebracht. So, Scuffet jetzt hier mit dem Ball auf Vadio. Der könnte durchstarten, aber ist gerade viel zu langsam. Jetzt kann er. Geh mal auf Ante Rebic. Schade. Aber Rebic hat einen besseren Laufweg. Das ist das Wichtige, was er mitbringt. Der läuft, ja. Paulsen ist nicht gelaufen einfach. Größtenteils steht er da rum und wartet, bis man den dann wirklich einen eindeutigen Pass gibt, wo er dann auch merkt, oh, ich muss laufen. Na, komm. Kimmich, was machst du da? Also, ihr könnt ja mir ja mal schreiben, wer euch bisher hier so besser gefallen hat von den Stürmern. Ob Paulsen oder ob Rebic. Oder ob euch keiner gefallen hat. Kann natürlich auch sein. So, Rebic ist jetzt am Ball. Und jetzt hier mit dem langen Ball auf Khedira. Der kommt sogar noch ran. Und da der sich ein bisschen durchsetzen kann, kann er auch schießen, aber das war eher ein Schüsschen. 45. Minute. Ja, wir kriegen den Mann nicht hier hinten. Ist natürlich blöd. Ju, 2-0 die Führung zur Halbzeit. Ja, haben wir das überhaupt mal gehabt in der Saison? Ne, ich glaube nicht. Von daher mal eine positive Sache. So, Kimmich auf Leifer und Leifer spielt hier nochmal nach innen auf Kimmich. Uiuiui, Riedewald kommt nicht ganz ran. Riedewald auch so ein robuster Typ. Kommt hier gleich wieder in Ballbesitz. Ah, bisschen zu riskant gespielt. Hätte er vielleicht den sicheren Pass in die Mitte nehmen müssen. So, Griesbeck. Und Khedira wieder mit einem super Ball. Also Khedira ist ja unumstritten bei uns. Der Spielmacher. Beziehungsweise der Abräumer hinten.
wie man es sehen möchte. So, Riedewald versucht hier das Ding zu klären. Scuffet ist da, super gemacht. So, Teigl jetzt hier über die rechte Seite, Vadillo. Und Rebic, wieder ist er da, ja, er läuft halt in die freien Räume, genau das will ich sehen. Auch wenn wir jetzt hier überhaupt gar keinen Platz haben, niemand läuft mit. So soll es danach dann natürlich nicht sein. So, Khedira gibt nochmal auf Kimmich und Kimmich macht mal einen Schuss aus der zweiten Reihe und holt uns damit einen Eckball. Auch das kann gefährlich werden. Kaiser ist ja da. Oh, und Hernandez, beinahe, beinahe hätte es hier nochmal gerappelt im Karton. So, wir müssen aber mit ihm hier dranbleiben, sonst. Ja, toll, dass er das nicht von alleine macht, sondern dass wir ihn da lassen müssen, den Compère. Ja, da sollte er nicht hin. Der soll zu Kimmich. Riebeck. Ne, Rebic verliert den Ball leider. Und jetzt hier kommt Teigl. Sichere Nummer auf Vadillo. Da gibt's den Einwurf für, würde ich sagen. Khedira. Ja, es wird wahrscheinlich in der ersten Saison nicht klappen mit dem Aufstieg, wie ihr vielleicht merkt. Aber in der zweiten ist das hier hoffentlich möglich. Ich denke mal, dass der ein oder andere Spieler gehen wird bei uns. Foul. Den nehmen wir gerne mit. Eigentlich lag der schon, dann sind wir drüber gesprungen. Aber gut. Gibt's mal eine gelbe. So eine Einladung nehmen wir gerne mit. So, Vadillo. Machen wir mal direkt. Der sah gar nicht so ungefährlich aus. Ich glaube, der ist ein Stück übers Tor gegangen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, warum zeigst du uns jetzt diese Wiederholung? Ich wollte den Freistoß sehen. Schade. Hätte ich gerne nochmal gesehen. Der war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob er reingegangen wäre, ob der Torwart den gehabt hätte. Oh, Leifer steht ein bisschen weit vorne. So, Khedira wieder mit einer schönen Annahme. Und Kimmich hier. Vadillo auf Leifer, warum auch immer der jetzt immer noch auf der Seite rumläuft. Eigentlich gehört er auf links, aber gut. So waren wir da abgesichert. Kaiser hier auf Leifer. Ach, schade. So, jetzt sind wir noch. Anscheinend geht über die linke Seite nicht allzu viel, deswegen steht er die ganze Zeit rechts unter. Und im Spiel so, komm, mach, 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 mach. Ah. So, Riedewald klärt hier ins Aus und Riedewald jetzt hier mit dem Ball nach vorne. Den kann man nicht so leicht bedrängen, den Riedewald. Der hat es am Ende dann geschafft, der Innenverteidiger. Aber vorher eher schwierig, den vom Ball zu trennen. Weil der halt wirklich recht robust ist. Trotzdem relativ schnell. Jetzt gibt's hier, ich glaube, einen Freistoß oder so. Kann auch abseits gewesen sein. Ich glaube, abseits war es eher. Also faul war es nicht. Freistoß gab es da sowieso. So, Schnatterer. Riedewald ist da. Super gemacht. Oh, Leifer, Leifer. Das war gar nichts. Was war denn das bitte? Das war natürlich schwachsinnig jetzt, dass er den Ball da noch kriegt. Wäre eigentlich nicht möglich gewesen. So, Leipertz. Weg die Murmel. Jo. Gut gemacht. Und das wird's. Ein Glück war es das nicht. Ich dachte, das wird's. So, dann gucken wir mal. Wen haben wir da noch auf der Bank, den wir jetzt hier bringen sollten? Cuevas bringen wir vielleicht nochmal für Leifer auf der Seite. Khedira muss, glaube ich, runter. Aber Demme, oh, ich wollte Demme gar nicht mitnehmen. Gerade in dem Spiel hätten wir jetzt den Dings gebraucht. Den Kollegen. Und wir gucken jetzt nochmal den direkten Vergleich zu Paulsen. Paulsen ist nämlich immer so, dass er nicht in die freien Räume läuft, so wie es eben der Rebic gemacht hat. Nur nochmal, damit ihr auch den direkten Vergleich habt. In einem Spiel sieht man das, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er es in diesem Spiel jetzt macht. Kann ja auch systemabhängig sein. Aber man sieht es jetzt schon wieder, dass er da überhaupt nicht läuft. Hier, er bleibt einfach stehen, statt in diesen freien Raum reinzulaufen. Dann steht man halt mal einmal im Abseits, aber es klappt irgendwann mit dem Tor. Ja, das ist das, was bei ihm momentan einfach noch nicht hinhaut. So, jetzt komm, Vadillo raus. Und Cuevas, na, der ist ein bisschen klein für so einen Kopfball. Bisschen größer und der hätte nicht so die Rücklage gehabt. Und schon wäre das Ding aufs Tor gegangen.
Paulsen war da ja nicht gut platziert. War ja der uns den Pass da zur Flanke gibt. So, und jetzt Kaiser wieder mit einem komischen Ballchen nach vorne. Leipert, Squevers und Strauß ist wieder dran. Niederlechner, der kommt nochmal durch. Und jetzt haben wir ihn. Kimmich. Mit dem langen Ball und Vadio ist da. Also ihr merkt, ich halte von dem Vadio mehr als von Bruno und der Torwart lässt sich hier eiskalt tunneln. Oh Mann, oh Mann. Da macht er ja gar nichts. Typisch Torwart hier im 15er Part leider. Dass so ein Ding reingeht, das ist natürlich nicht schön eigentlich. Also ich hätte mich aufgeregt, wenn das jetzt ein Gegentor gewesen wäre, dass der Torwart da sich einfach tunneln lässt, ja? Also der bewegt sich ja nicht mal. War einfach ein Strich hier, der Schuss. War natürlich schnell geschossen, aber da kann er ja mal sich ein bisschen bewegen, der Torwart. Das wäre ja mal was. Somit hier das 3 zu 0. Also das Positive kann man natürlich auch sehen daran, dass wir das Spiel jetzt nicht mehr verlieren können. Aber wie gesagt, Schützenhilfe natürlich bekommen. Durch ein sehr freundliches Spiel. So. Und Tich Rivero klärt hier zur Ecke durch Kaiser. Und das Ding hauen wir uns nochmal in die Mitte rein, aber wurde leider nichts mehr. Teigl. Sonst immer derjenige, der die Ecken abfängt. Da eher Probleme gehabt eben. Niederlechner und der wird hier von Compair gestoppt. Compair nochmal dran. Hernandez. Compair, was machst denn du da, Mensch? Spielen hier mal komplett hinten rum. Hernandez, der einzige geistesgegenwärtig den Ball geklärt, dass wir hier nicht noch ein Gegentor kassieren, das wäre nicht nötig. So viel haben die nach vorne nicht gerissen, dass sie jetzt hier das verdient hätten, noch ein Tor zu schießen. Paulsen. Und jetzt läuft der Demme da vorne. Und dann macht er das Ding, da ist es 4 zu 0. Da gewinnen wir mal ein Spiel und dann gleich mit 4 zu 0. Meine Herren, da haben wir was für die Torstatistik getan hier. Hat uns der Vorstand ein bisschen Druck gemacht und schon legen wir hier los mit 4 zu 0. Ich weiß nicht, woran es jetzt direkt lag. Kann sein, dass der ein oder andere Spieler, den wir halt jetzt gebracht haben in dem Spiel, auch einen Unterschied gemacht hat. Denn auch nachdem wir drei eigentlich wieder eingewechselt haben, beziehungsweise, wir haben zwei, glaube ich, wieder draufgebracht, die wir sonst drauf hatten. Mit Paulsen und mit Kurvas, ist es ja trotzdem gelaufen, also kriegen es ja trotzdem gebacken hier mit den Toren. Der einzige, der jetzt neu war, war Riedewald. Aber Jung ist ja nun wirklich nicht der Spieler, der vorher gepatzt hat. Es war eigentlich so einer der sicheren. Von daher sehe ich nicht ganz den Unterschied zu den vorherigen Spielen. War vielleicht auch einfach nur der Gegner. Liegt auch oft, wie gesagt, an Systemen, dass es nicht klappt gegen Gegner. Muss man mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Systeme variieren und auch gucken, wie die Gegner dann drauf sind. Würde ich sagen, das war schon mal ein richtig, richtig gutes Spiel. Mal sehen, wie die Spielerbewertungen aussehen hier. Demme natürlich noch eine 7,0 mitgenommen, dafür, dass er ein Tor schießt. Rebic war ziemlich gut drauf, muss man sagen. Hat hier gleich mal ein Tor gemacht. Und ansonsten, wer hat die anderen Tore gemacht? Demme, Vadio und Kimmich. Also Vadio hat auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, finde ich. Wie viel hat er gekriegt? 8,1. Jo, das kann man unterstreichen. Kimmich natürlich durch das Tor recht gut dabei gewesen. Aber auch Khedira natürlich zu erwähnen, dass er wieder gut war. Danke, Chef, dass Sie mich so oft einsetzen, sagt der Riedewald. Da freut er sich. Und jetzt gucken wir gleich nochmal auf die Tabelle drauf, wo wir denn jetzt stehen mit dieser Leistung. Ich denke mal, dass Vadio auch einen Unterschied macht. Also Vadio ist echt ein wichtiger Spieler für die Offensive, deswegen ist Bruno gar nicht mal so gut. Eigentlich wollte ich den ja nur für die Auswechselbank, aber der wird ja den Anspruch haben, auch zu spielen. Und jetzt haben anscheinend trotzdem, achso, wir haben ein Spiel weniger. Ah, das ist immer so doof. Ich sehe das ungern, dass ich ein Spiel weniger habe, weil so kann ich immer nicht sehen, wo ich wirklich stehen würde. Denn rechnen wir immer nicht mit einem Sieg hier, sondern mit einer recht schweren Aufgabe mit Greuther Fürth, die da vorne jetzt gerade rumlaufen. Bochum gerade das erste Unentschieden. Wahnsinn. 22 Punkte trotzdem.
und 6 Punkte Vorsprung vom zweiten. Also Bochum ist recht schwierig, da vorne zu verdrängen. Da wollen wir auch gar nicht hin. Wir haben das Ziel, im Mittelfeld zu bleiben. Das wird auch das wirklich realistische Ziel sein, was wir hier annehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Schuto.